Shalom, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Botschafter. In diesem Video möchte ich mich mal wieder mit dieser Thematik auseinandersetzen bzw. mit euch besprechen und so meine Gedanken euch mitteilen, meinem Verständnis. Und zwar geht es um die Thematik Tagesbeginn. Diese Thematik scheint unter viele Christen vielleicht unwichtig zu sein, nicht heilsentscheidend, was auch stimmt. Es ist nicht heilsentscheidend. Trotzdem beschäftigt es die Christen sehr viel, ob der Tag mit Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang beginnt, beziehungsweise hat der Tag 24 Stunden oder präsentiert uns die Bibel doch einen anderen Zeitzyklus. Ja, diese ganzen Thematiken, die beschäftigen trotzdem Christ, dass der Christ selbst auch viel Zeit darin investiert und diese Zeit hätte man vielleicht auch viel besser nutzen können. Ich komme einfach nicht drum herum, wenn ich mich mit der Schöpfungsgeschichte beschäftige, immer wenn ich diese Schöpfungsgeschichte lese, kommt es wieder bei mir hoch und beschäftige mich wieder mit dieser Thematik, wann beginnt der Tag. Ich versuche immer neue Sachen zu analysieren, zu entdecken. Ja, und im Endeffekt komme ich immer wieder auf dieselben Ergebnisse. Ich versuche wirklich mein Studium und meine Auslegungen so zu richten und so zu ja, auszuarbeiten, wirklich unvoreingenommen ranzugehen an die Schrift und wirklich das neutral zu betrachten. Bei manchen Sachen gelingt es mir, bei manchen Sachen vielleicht nicht so. Deswegen, dieses Video ist auch alles nur mein Verständnis, meine Auslegung und wie ich an der Schrift rangehe. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Thematik ist der Tagesbeginn, ob der Tag mit den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang beginnt. Das ist in manchen Fällen ist diese Erkenntnis gar nicht so unwichtig, weil auch unser Sabbat davon abhält, weil man möchte ja den Sabbat halten, man möchte den Sabbat heiligen, wie der Herr es uns auch befohlen hat und geboten hat. Und deswegen möchten wir auch wissen, wann genau beginnt der Sabbat. Beginnt es wirklich am Freitagabend, das ist Sonnenuntergang, wenn die Nacht einschlägt, oder tatsächlich, wenn am Samstag früh, wenn die Sonne aufgeht, beginnt unser Sabbat. Und wann hört sie auf? Hört sie dann tatsächlich am Samstag Sonnenuntergang auf? Oder vielleicht erst am Sonntagmorgen? Diese Problematik bin ich jetzt rangegangen, habe versucht, wirklich neutral das Ganze zu betrachten und das Ergebnis möchte ich euch hier präsentieren. In erster Linie muss ich erstmal eine kurze Anleitung eingeben oder abgeben, wie ich jetzt das Ganze betrachte. Viele wissen aus meinen anderen Videos, meine andere Auslegung, dass für mich der Tag bei Sonnenaufgang beginnt. Warum, werdet ihr auch das gleich sehen. Aber ich möchte gleich auf den ersten Tag eingehen. Da heißt es zum Beispiel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. So, hier in der erste Tag sehen wir, dass Gott Licht erschaffen hat. Aus meinem Verständnis ist das der Beginn, ja, von der Zählung. Ab diesem Moment, wo Gott das Licht erschaffen hat, fängt an, unser Zeitzyklus, ja, einen Kreislauf zu starten. Das heißt, ab dieses Licht beginnt für mich der Tag. Okay? Und das ist der Beginn des Tages. Ich sage es jetzt auch schon mal vorweg, ich glaube auch nicht, dass die Bibel uns einen 24-Stunden-Zyklus präsentiert, sondern die Schöpfungsgeschichte zeigt uns was ganz anderes. Und ich glaube auch nicht, dass ein Tag aus 24 Stunden besteht. Das heißt, für mich beginnt der Tag oder endet der Tag nicht nach 24 Stunden, sondern eher, wenn der Tag wirklich beendet ist, wenn wir kein Licht mehr haben. Und zwar, wenn die Nacht eintritt, ist für mich auch Ende des Tages. Das heißt, für mich persönlich, wenn es heißt, heilige den Sabbat-Tag, ja, halte den Sabbat-Tag, könnt ihr auf Hebräisch auch nachvollziehen, dass es daher immer heißt, Sabbat-Tag, das ist der Sabbat
Yom auf Hebräisch, ja. Yom heißt Tag. Der Sabbat-Tag, das heißt, die Lichtperiode des Sabbat soll gehalten werden, soll geheiligt werden, das soll genutzt werden, um Gott zu gefallen, Gott einen Dienst auszuüben, Gottesdienste zu feiern, Lobpreis, Predigen und was auch dazu gehört. Diese Zeitperiode soll dafür genutzt werden, um für Gott zu arbeiten, beziehungsweise auch am Sabbat den Sabbat zu halten. So, das schon mal vorweg. Ich glaube nicht, dass wir einen 24-Stunden-Zyklus in der Bibel haben, dass wenn wir einen Tag halten sollen, wie der Sabbat oder die Feste, dass es nicht heißt, von, ja, ich sage jetzt morgens 5 Uhr bis am nächsten Morgen 5 Uhr. Das ist für mich nicht mein Verständnis, sondern die Bibel zeigt uns wirklich was anderes. Aber dazu werde ich dann bald mehr sagen. Ich möchte euch erstmal die zwei Zählvarianten jetzt mal präsentieren in einer Folie, in einer PowerPoint-Folie. Das werdet ihr in dem Bildschirm jetzt gleich zeigen. Ich habe hier nämlich meinen Laptop und ich werde euch mal zeigen an meiner Folie, wenn wir den Text, die Schöpfungsgeschichte der Genesis, die 7-Tage-Schöpfungsgeschichte lesen und das Ganze peu à peu abarbeiten und wir das Ganze anfangen zu zählen, da haben wir einen Struktur, einen Rhythmus drin, ja? Und die Schöpfungsgeschichte präsentiert uns Gott eine vollständige Woche, ja? Es ist nicht eine halbe Woche, es ist nicht eine unvollständige Woche, sondern Gott präsentiert uns tatsächlich in der Schöpfungsgeschichte eine vollständige Woche. Okay, und gehen wir jetzt im Text und so wie der Text es uns auch hier beschreibt, so zählen wir auch die Zeitpunkte und dann schauen wir am Ende, was für ein Muster wir kriegen, ob sich das mit der Schrift deckt, ob das einheitlich ist oder nicht. Und dann kommen wir auch zu einem Entschluss. Die Variante 1, Tagesbeginn, wir beginnen es mal mit dem Abend. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Abend, sorry, hier hat sich das jetzt. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der, einen kleinen Moment, so, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Tag mit dem Abend beginnt, wie viele Christen auch und auch Juden dementsprechend, und wir auch von einem 24-Stunden-Zyklus ausgehen, okay? Die Christen und die Juden, die halten auch 24 Stunden, das heißt, die sagen, ein Tag beginnt, ja, zu Zeitpunkt X und endet dann wieder in der gleichen Uhrzeit. So halten das auch alle viele andere Christen. Und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass bei der Variante 1, ja, dass es mit dem Abend beginnt. Meine Kamera ist ein bisschen schief. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Tag mit dem Abend beginnt und einen 24-Zyklus haben, einen 24-Stunden-Zyklus in der Variante 1. So, wir gehen jetzt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann beginnt der erste Tag. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Was ich vergessen habe, hier noch zu erwähnen, zu meiner Erklärung, warum ich nicht einen 24-Stunden-Zyklus glaube oder halte, weil wir hier genau hier lesen, dass Gott das Licht erschaffen hat und er schied das von der Finsternis. Es heißt, er trennt das von der Finsternis und es bildet keine Einheit. Okay, Licht und Nacht bilden keine Einheit, die sind nicht zusammen eine Sache, die sind nicht eins, die sind nicht ein Tag zusammen, sondern es sind zwei unabhängige Abschnitte. Das heißt, ein Sonnenzyklus, ja, was die Bild präsentiert, besteht aus zwei Abschnitten, die getrennt werden sollen und auch getrennt betrachtet werden sollen und nicht zusammengefügt werden darf, um eine Einheit zu bilden, weil Gott hat es getrennt. Es hat auch einen geistigen Input, einen geistigen Sinn, auch einen prophetischen Sinn, denn das Licht hat mit der Finsternis keine Gemeinschaft, es bildet keine Einheit und das werden wir später auch sehen. Das heißt, das ist für mich so ein Indiz, ja,
dass ich aus Nacht und Tag keine Einheit bilden darf, keinen Tag draus machen, weil Gott schied das Licht von der Dunkelheit, von der Finsternis. Die Finsternis nannte er Nacht und das Licht nannte er Tag. Das heißt, er schied, er macht hier eine Trennung. Und was Gott trennt, dürfen wir nicht zusammenfügen. Ja? Und das ist für mich auch so ein Indiz, warum ich da keine Einheit mache und ich nicht sage, dass ein Tag 24 Stunden hält oder dauert, sondern tatsächlich nur die Lichtperiode. Nur so nebenbei, nur euch mal von meiner Perspektive jetzt aus betrachtet, wie ich an der Schrift rangehe. Aber kommen wir wieder zu der Zählung, zu dem Tagesbeginn, zu dem Variante. Ihr seht hier eine Tabelle. Und wir werden jetzt den Text verfolgen. Wir haben den ersten Tag hier jetzt gelesen. Da heißt es, und Gott schuf das Licht. Ja, und das Licht nach der Tag und so fort und die Finsternis nach der Nacht. Und es wurde Abend, ja, ihr seht jetzt hier ein Kreuz, ihr seht hier jetzt ein Kreuz, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Okay, jetzt hier, Gott hat das Licht erschaffen, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag ist jetzt abgeschlossen, jetzt beginnt hier der zweite Tag, wie ihr seht auf dem Bildschirm. Der zweite Tag, Beginn des zweiten Tages, Gott schuf, ohne jetzt den Text komplett auszulesen, vorzulesen, beginnt Gott hier den Himmel zu erschaffen, eine Ausdehnung, und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der zweite Tag ist abgeschlossen. Dann schuf Gott die Pflanzen und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Danach werden die Leuchter im Himmel erschaffen, die Sonne, Mond und Sterne, die als Zeichen dienen. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der vierte Tag ist jetzt abgeschlossen. Weiter heißt es dann, der fünfte Tag beginnt. Hier werden Vögel und Wassertiere erschaffen. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der fünfte Tag ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt beginnt natürlich hier, Moment, jetzt ist hier abgeschlossen, der fünfte Tag ist abgeschlossen, da hier, wo der fünfte Tag abschließt, beginnt der sechste Tag praktisch mit dem Abend, ja, so wie es die meisten Christen auch halten, beginnt der sechste Tag und jetzt werden hier die Menschen erschaffen. Jetzt ist ja unabhängig, ob er jetzt ja hier den Menschen erschaffen oder hier, das ist jetzt unrelevant, das ist nicht wichtig, die Uhrzeit ist jetzt erstmal egal. Hier beginnt der sechste Tag. Hier werden die Menschen und die Landtiere erschaffen. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der sechste Tag ist abgeschlossen. Ja, wenn euch jetzt was aufgefallen ist, bei jedem Werktag, der Gott was erschaffen hat, ist immer ein Zusatz, es wurde Abend und es wurde Morgen. Der erste Tag. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der zweite Tag. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag. Und so weiter und so fort. Wir haben hier einen Rhythmus, ja, der sich über die ganze Woche streckt. Nur hier am siebten Tag lesen wir, so wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Herr. Und Gott hat am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Hier im siebten Tag, am siebten Tag, fehlt jetzt dieser Zusatz, es wurde Abend und es wurde Morgen, der siebte Tag. Es fehlt komplett, es wird nicht erwähnt, sondern es wird hier nur erwähnt, so wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Herr. Und Gott hat am siebten Tag, am siebten Licht, ja, am siebten Tag, und diesen Tag heiligte er, hat Gott an diesem Tag den Sabbat geheiligt. Wenn ihr jetzt hier euch mal dieses Muster anschaut, haben wir eine Problematik. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Tag mit dem Abend beginnt und einen 24-Stunden-Zyklus haben, müsste eigentlich hier der Text wirklich tatsächlich sagen, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der siebte Tag. Ja? Aber es fehlt. Der Sabbat wird überhaupt nicht verbunden mit der Nacht und mit der Finsternis, beziehungsweise mit dem Abend. Das heißt für mich erstmal auch ein Indiz, dass es der Sabbat nicht mit dem Abend, Freitagabend beginnt, weil der Sabbat hat nichts mit der Finsternis, nichts mit dem Abend zu tun. Wir wissen, dass der Sabbat
auch eine Prophetie hat und auch ein geistiges Bild auf dem messianischen Reich hat. Das heißt, das ist der Tag, wo wir mit Gott leben werden und es ist nur Licht. Ja, sobald, wenn Gott gegenwärtig ist, haben wir nur Licht. Und genau dieses Licht wird nicht verbunden mit der Nacht, mit der Finsternis. Der Sabbat bleibt nur Licht. Die Problematik ist hier, dass wir jetzt im Text, wenn wir diese Zählung hier anwenden, haben wir in der Schrift eine Lücke. Und zwar, es fehlt einfach nur ein Abend. Ja? Das heißt, müsste ich jetzt hier einwenden, hat Gott vergessen, jetzt am siebten Tag den Abend zu erwähnen? Ja? Denn wenn wir einen Rhythmus haben, und jetzt unterbricht auf einmal dieser Rhythmus und vom Sabbat wird nur der Tag erwähnt, der Abend wird nicht erwähnt, da muss ich sagen, aber der Tag beginnt mit dem Abend, ja, so wie es viele Christen auch halten, da muss ich sagen, dass der Text unvollständig ist, ja, und es kann nicht sein. Die Schrift ist von Gott inspiriert und es präsentiert uns eine vollständige Woche. Deswegen haben wir hier schon mal eine Problematik, ja, die sich mit dem Text widerspricht. Und wenn sich das mit dem Text widerspricht, kann ich das, muss ich dann natürlich umdenken und muss sagen, okay, da muss ich vielleicht irgendwo meine Zählung, meinen Punkt da, wo ich anfange zu zählen, anders setzen, um genau dieses Muster des Textes auch einheitlich zu gestalten. So, also, wir sehen hier, dass wir hier eine Lücke haben, ja, ich sag mal, einen Fehlsatz, zum Beispiel es wurde Abend, es wurde Morgen, das fehlt am Sabbat. Das heißt, wir haben der Abend, der eigentlich jetzt das Sabbat anbrechen sollte, wird im Text nicht erwähnt. Das ist jetzt natürlich eine Problematik und muss natürlich dann glauben, dass hier der Text in 1. Buch Moses unvollständig ist. So. Das ist jetzt diese Variante. Wir versuchen jetzt es noch einmal. Wir setzen aber den Tagesbeginn jetzt bei dem Morgen. Okay? Variante 2. Wir gehen jetzt bei dieser Variante nach meinem Verständnis aus, wie ich zähle, dass der Tag mit dem Licht beginnt, ja, mit dem Licht, was Gott erschaffen hat, mit Sonnenaufgang und wir nicht aus einem 24-Stunden-Zyklus gehen, sondern von einem zwei Abschnitte, unabhängige Abschnitte voneinander. Ja? Das heißt, ihr müsst es so betrachten, die Lichtperiode des Tages ist der Tag, der Abend, ja, wir Menschen versuchen diesen Abend, diese Dunkelheit, an irgendeinen Tag zuzuordnen. Das heißt, die einen ordnen es an den kommenden Tag, das heißt, es beginnt der nächste Tag, und die anderen ordnen das an den vorigen Tag, das was schon abgeschlossen ist, und hängen das hinter dem Tag und sagen, okay, der Abend, das gehört zu dem Tag. Aber ich musste jetzt euch mal sagen, kommt weg aus dieser Gedanke. Ja? Der Abend, die Dunkelheit, das muss nirgends zugeordnet werden. Es ist etwas für sich allein. Das sind zwei unabhängige Zeitabschnitten, ja, des Tages durch einen Sonnenzyklus, die wir nicht unbedingt zuordnen müssen, sondern der Abend, ja, Gott schied das Licht. Ja, von der Finsternis, er trennte, und wir brauchen das nicht in irgendeinen Tag zuzuordnen und wieder eine Einheit machen möchten und wieder zufügen möchten, was Gott getrennt hat, sondern betrachten das wirklich als zwei Abschnitte, zwei unabhängige Abschnitte, zwei Zyklen, ja, die einen großen Zyklus ausmachen. Und genau so ist mein Denken und genau so gehe ich mit der Zählung voran. Und genau das möchte ich euch jetzt hier präsentieren und wir machen jetzt dasselbe jetzt wie vorhin auch. Wir gehen jetzt den Text in Schnelldurchlauf und setzen unsere Kreuze da, wie der Text es uns auch erwähnt. So, und Gott schuf Himmel und Erde. Am ersten Tag schuf Gott das Licht, ja, und er trennte das Licht von der Finsternis. Er schuf also das Licht. Ab dieses Licht ist für mich hier der Beginn des Tages, der erste Morgen. Ja? Gott schuf das Licht. Ab da beginnt für mich die Zählung. Ab diesem Zeitpunkt haben wir einen Zeitkreislauf und ab diesem Tag, ab dieses Licht ist für mich der neue Tag, der Beginn des Tages und somit der Morgen. Ja? Und Gott schuf hier das Licht, ja? Und er trennte das von der Finsternis, die Finsternis nannte er Nacht und der Tag
und das Licht nannte er Tag. Und es wurde Abend, jetzt setzen wir unsere Kreuze, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. So, jetzt ist hier, der erste Tag ist jetzt abgeschlossen, jetzt beginnt hier der zweite Tag. Am nächsten Morgen beginnt jetzt wieder an zu arbeiten, der liebe Gott. Und jetzt schuf er den Himmel, ja, und die Ausdehnung und alles, was dazu gehört. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der zweite Tag ist jetzt abgeschlossen. So, jetzt beginnt hier der dritte Tag, ja, mit dem Licht am Werktag. Am frühen Morgen beginnt Gott weiter zu arbeiten. Jetzt macht er am diesen dritten Tag die Pflanzen. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag und so weiter. Am Beginn des vierten Tages, Leuchter im Himmel, Sonne, Mond und Sterne. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der vierte Tag ist jetzt abgeschlossen. Es beginnt jetzt hier mit dem fünften Tag. Am fünften Tag werden die Vögel und Wassertiere erschaffen. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der fünfte Tag ist jetzt abgeschlossen und beginnt jetzt der sechste Tag. So, jetzt haben wir hier am sechsten Tag, ja, die Erschaffung der Landtiere und der Menschen. Jetzt werden hier die Menschen erschaffen. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Jetzt ist der sechste Tag abgeschlossen, wie ihr hier seht. Es ist der sechste Tag abgeschlossen. Okay? Das heißt, wir haben hier der sechste Tag am Beginn des siebten Tages. Hier beginnt jetzt der siebte Tag. Dieses X hier ist der Beginn des siebten Tages. Und jetzt haben wir genau das Muster, was die Bibel uns präsentiert. Denn am siebten Tag wird ja nur das Licht erwähnt, okay? Und nicht der Abend. Es steht jetzt nicht der Zusatz, es wurde Abend und es wurde Morgen der siebte Tag, sondern der Sabbat hat nur Licht. Und wenn wir jetzt hier genau sehen, haben wir genau dieses Muster der Bibel ohne eine Lücke. Wir haben hier Tag, Abend, Tag, Abend, Tag, Abend. Genau dieses Muster haben wir hier. Und es beginnt der Tag des Sabbats. So. Und der Sabbat wird dann mit keinem Abend verbunden. Weder der kommende noch der vorige. Also der Sabbat bleibt nur Licht. So wird es auch im Text präsentiert. Okay? So wird es auch in unserer Geschichte präsentiert. Jetzt, was ist hier? Die Leute haben hier natürlich ein Problem. Ihr seht hier trotzdem eine Lücke. Okay? Eine Lücke hier. Und meinen, ja, aber jetzt um wieder bei Tag 1 anzufangen, wenn die Woche jetzt rum ist und es muss die nächste Woche beginnen, dann muss der Abend automatisch ja hier nochmal erscheinen. Ja. Es stimmt ja auch, aber die Bibel oder die Schöpfungsgeschichte präsentiert uns eine vollständige Woche, die eine Prophetie ist auf Gott. Das heißt, mit Sabbat wird keine Abend verbunden, weder der kommende noch der vorige. Das heißt, wir haben eine Woche, eine vollständige Woche, besteht nicht aus sieben Abende und sieben Tage. Das besteht nur, wenn wir einen 24-Stunden-Zyklus haben. Und genau das ist falsch. Ich glaube nicht an einen 24-Stunden-Zyklus. Eine vollständige Woche besteht aus sieben Tage und sechs Nächte. Okay? Das ist, und es hat auch wieder ein geistigen Prinzip, ein prophetisches Bild, denn die 6 steht für Unvollständigkeit, für die Finsternis und die 7 ist die Vollständigkeit, die Zahl Gottes, das ist die Zahl der Vollständigkeit. Da haben wir einfach nur eine Prophetie, ein geistiges Bild und wir haben hier ein sehr schönes Bild, dass es sich genau 100% mit der Schöpfungsgeschichte deckt, wenn wir anfangen so zu zählen. Das heißt, wir müssen den Abend und die Nacht als eine unabhängige Einheit, Zeiteinheit betrachten und nicht an einen Tag zuordnen. Okay? Ich hoffe, das ist verständlich. In meinem Kopf ist es klar. Das heißt, der Tag ist ein Zeitabschnitt für sich und der Abend ist ein Zeitabschnitt für sich. Und wenn die Bibel uns Tage präsentiert, meint er immer die Lichtperiode, die Lichtperiode, genau, die Zeit, ja, des Morgen bis zu Sonnenuntergang. Und dann beendet auch der Tag. Das heißt, in diesem Zeitraum müssen wir unsere Werke tun, müssen unsere Sachen tun und
Ja, und so ist mein Verständnis. Ich habe auch von anderen Kollegen gehört, andere Geschwister beziehungsweise, dass sie gesagt haben, ja, aber in der Bibel haben wir schon oft Verse, wo es heißt, dass am Abend schon den Sabbat vorbereitet wird, ja, weil es Rüsttag ist, sage ich ja, aber das heißt nicht, dass es der Sabbat ist, okay? Wenn ich am Montag früh um 5 Uhr arbeiten gehe, bereite ich am Sonntagabend auch schon meine Arbeitskleidung und meinen Vesper, ja, und alles, was ich so brauche bei der Arbeit. Aber es ist noch nicht meine Zeit gekommen, es ist aber noch nicht Montag. Es ist immer noch Sonntagabend. Nur weil ich etwas davor vorbereite, heißt es nicht, dass der Tag auch beginnt an dem Tag. Also deswegen ist für mich dieses Argument schon mal ja, nicht relevant, okay? Also nicht überzeugbar. Das ist jetzt das, was ich euch gezeigt habe. Wie ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt hier genau die Struktur von dem Text ohne eine Lücke. Wir haben hier einen Übergang, der mit dem Tag beendet. Es beginnt mit dem Tag. Ja, Gott schuf das Licht, das beginnt mit dem Tag und die Woche endet mit dem Tag. Das heißt, nur die Tage werden gezählt, nur die Lichtperiode werden gezählt. Und es beendet mit dem Tag, weil wir am siebten Tag, ihr seht hier, am siebten Tag, ja, ist nur Licht, das ist Gott, das ist ein Bild zu dem Sabbat. Sabbat im messianischen Reich ist Jeschua mit uns. Er wird mit uns regieren oder wir mit ihm. Und wenn Jeschua mit uns ist, wandeln wir im Licht. Und das ist eine Prophetie, ein geistiges Bild, dass wir, wenn Gott gegenwärtig ist, wir auch mit dem Licht wandeln und wir haben keine Gemeinschaft mehr mit der Dunkelheit, keine Gemeinschaft mehr mit der Finsternis. Deshalb, liebe Geschwister, mal nur so zum Umdenken, zum Nachdenken, macht euch Gedanken und versucht die Abende und die Tage unabhängig davon zu betrachten, nicht mitzuzählen. Versucht die Finsternis nicht in deinem Licht, ob der vorige oder nach, zuzuordnen, was Gott getrennt hat, sollt ihr nicht zusammenfügen, was Gott zusammengefügt hat, sollen wir auch nicht trennen. Deswegen, wenn Gott Licht und Finsternis geschieden hat, dann können sie keine Einheit bilden, dann ist es auch keine Einheit und die haben nichts gemeinsam zu tun, sondern es bleibt getrennt und so müssen wir es auch betrachten und müssen zwei unterschiedliche Abschnitte draus machen und auch so dann zählen. Das heißt, die Tage sind für mich nur die Lichtperioden. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, hat vielleicht euch angeregt, neue Perspektiven gezeigt. Macht euch Gedanken. Glaubt nicht unbedingt alles, was die anderen sagen, auch wenn es sich vielleicht manchmal gut anhört oder von der Argumentation. Versucht wirklich unvoreingenommen, oh sorry, versucht, heute habe ich ein bisschen Probleme mit der Kamera, so wie es aussieht. Die Schnur von meinem Mikro ist ein bisschen zu kurz. Oder Kabel, nicht die Schnur. So, ja, versucht wirklich neutral zu bleiben, im Gebet zu gehen und den Text unvoreingenommen zu lesen, ohne irgendwelche Argumente von anderen zu hören, von Geschwistern. Gott hat euch einen Verstand gegeben, Gott hat euch den Geist gegeben und ihr habt alle Fähigkeiten, die ihr braucht, um auch das richtige Verständnis zu haben. Man kann sich natürlich die anderen Geschwister natürlich sehr wohl anhören, aber glaubt nicht alles sofort, ja, versucht es nicht gleich alles aufzunehmen, nur weil es gut anhört. Betrachtet es mal neutral, schlaft ein paar Nächte drüber und dann werdet Gott euch schon die Wahrheit offenbaren. Ich mache jetzt wirklich seit Jahren rum sind es vielleicht 2, 2,5 Jahre, dass ich zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass der Tag mit dem Sonnenaufgang beginnt. Früher habe ich das auch mit dem Sonnenuntergang begonnen. Ja, so nach und nach. Und je mehr ich jetzt wirklich darin lese, je mehr bestätigt sie das. Auch ich habe mich nicht so schnell beeinflussen lassen von anderen. Die meisten Tora-Christen halten den Tag oder den Sabbat mit dem Abend. Und am Anfang habe ich gemerkt, dass ich mich da mit eingeflossen habe, mit beeinflussen habe. Bis ich dann selber dann unvoreingenommen an den Text rangegangen bin und dann all diese Erkenntnis gemacht habe. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal und Shalom.